Dies ist der erste Halbfinalkampf des Middleweight Contender Tournaments. Der Kämpfer aus der schwarzen Ecke ist ein Brazilian Jiu-Jitsu und Wing Chun Kämpfer. Er hält einen Kampfrekord von 7 Siegen und einer Niederlage. 1,85 Meter groß und wurde gewogen mit einem Gewicht von 84,3 Kilogramm. Er ist der ehemalige Respect FC Middleweight Champion und kämpft für das Team Stallion Cage aus Stuttgart, Nicolas Panda Benzer! Sein Gegner, der Kämpfer aus der gelben Ecke, ist ein Mixed Martial Arts Kämpfer und hält einen Kampfrekord von 3 Siegen und ist ungeschlagen. 1,85 Meter groß, wurde gewogen mit einem Gewicht von 84,3 Kilogramm. Er kämpft für den Veitschen Mürnberg, Wesley Iron Monk Howard! Also Wesley, das wird sehr schwer werden, wenn Nico einen Arm kriegt. Also nicht Nico, Entschuldigung. Wenn Niklas einen Arm kriegt, dann sitzt auch ein Arm, also ganz, ganz schnell. Beide Kämpfe gehen jetzt in die Mitte. Volker sagt ihnen nochmal, worauf sie zu achten haben. Ring frei, Runde 1! Das war nicht abgemacht. Ja, klar, logisch. Au geht sehr stark mit Schlagabtausch mal los. Ich kriege jetzt gleich ein Highlight als Kommentator mit mir an meiner Seite. Und beide Kämpfer sind unten. Und solange es kurz ruhig ist, begrüße ich sehr Andi Konda Schmidt. Wie geht's dir? Ich nicht selber überhaupt. Nö, aber die, du hast mich nur hier rüber, aber die hören es oben. Okay, also ich höre mich auch nicht selbst. Nein. Aber schon super. Okay. Also Andy nimmt ja, den Boss von Nico ein. Okay. Nico ist oben, holt sich einen Sidechoke und das sieht gut für Nico aus. Ja. Wenn er jetzt noch die Guard passieren kann, beziehungsweise die Half Guard, dann ist das Ding zu. Dann hat er das Ding im Sack. Ja, sehe ich auch so. Und er schiebt ja schön hoch, siehst du? Ja. Er müsste jetzt eigentlich diagonal aussteigen, das heißt mit dem rechten Knie auf der, von ihm aus linken Seite raussteigen. Dann würde das ganze Ding richtig Sinn machen. Aber ich glaube, das ist auch oben schon eng genug. Ich glaube, ist erledigt. Ende des Was? Kampfes! Da ist der Tap. Nico Penzer gewinnt durch Sidechoke in der ersten Runde. Das ging schnell, aber schmerzlos. Aber es war, glaube ich, klar, wenn er unten ist und oben drauf ist, das stimmt, dass du da echte Probleme kriegst, Mama. Das ist im Sidechoke die Sache. Wer ist jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht, aber Nico ist halt, Nick das halt gut in dem, was er macht. Ja, hat seinen Kampfrekord jetzt auf 8:1, glaube ich, verbessert. Ich glaube auch, ja. Ja, ja. 8:1, schön hoch. Und ich glaube, der will den Titel zurückhaben, oder? Ja, sieht so aus. Da gibt es ja auf jeden Fall Mühe. Eindeutig. Jawohl. Also Nico Lohmann ist gerade in der Umkleide. Sie gucken nach ihm. Wenn man mehr wissen, sagen wir Leuten Bescheid. Vielleicht kann er ja auch ein bisschen sprechen noch. Die letzten Hände waren böse, ne? Oh ja. Das hat, ja. Aber er hat seine Chancen gehabt, ne? Ja, das stimmt. Hier das Urteil. Winner bei Tap Out Sideshow. Die Schwarzecke, Nicolas Panda Benzer!